Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet The King of Fighters 15. KOF 15. In den guten alten Zeiten waren die Fighting Games eines meiner Lieblingsgenres. Allen voran natürlich wegen Street Fighter 2. Ich habe so ziemlich alles gespielt, was Capcom rausgebracht hat damals. Aber natürlich auch ein klein bisschen neidisch auf die Neo Geo Leute rübergeschielt. Die hatten ja auch ein sehr, sehr schönes Kontingent an Fighting Games. Und ich habe diese Games meistens auf dem Super Nintendo oder der PlayStation gezockt. Titel wie Fatal Fury, Art of Fighting und natürlich auch diese King of Fighters Games. Das war ja die große Crossover-Serie von SNK, wo sie die Kämpfer aus allen möglichen Serien in ein Spiel getan haben. Da noch obendrauf ein paar Kämpfer extra, neue Stages, eigene Gameplay-Eigenheiten und natürlich auch eine neue Storyline. Und alle paar Jahre habe ich sehr gerne mal einen Titel aus der Serie gespielt, einfach um mal zu sehen, wie sieht es denn gerade aus bei SNK. Und man hat ja auch immer sehr, sehr viel davor gefunden. Einer meiner Favoriten da war King of Fighters 98. Da die Fighting Games mit den Jahrzehnten allerdings immer mehr in die kompetitive Ecke gerutscht sind und durch die Fighting Game Community dann auch ganz, ganz gute Leute immer da haben, die vor allem online gegeneinander spielen, ist es nicht mehr so ganz meins gewesen. Ich habe entweder gerne mich gegen den Computer gemessen oder Kumpel im Freundeskreis, aber sobald es gegen professionelle Hardcore-Gamer geht, da habe ich keine Schnitte gesehen, dementsprechend auch weniger gezockt. Nichtsdestotrotz, wenn mal so ein Street Fighter 5 rauskommt, natürlich werde ich da rein. Und ich habe es auch vor ein paar Jahren gemacht, ganz kurz zumindest, als The King of Fighters 14 rausgekommen ist. Das war vor knapp 5-6 Jahren das Revival der King of Fighters Serie, nachdem die längere Zeit geruht hat. Und SNK hatte damals endlich den Schritt gewagt, den Street Fighter schon vor vielen Jahren da gemacht hatte, nämlich den Wechsel zur polygonalen 3D-Optik hin. Das Spiel hatte ich mir natürlich damals auch für die PlayStation 4 geholt, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz für mich zusammengepasst. Die Spielbarkeit, die war vollkommen in Ordnung. Man hat sich sehr ähnlich wie bei Street Fighter 4 und 5 auf eine 2D-Ebene verlassen, also so wie The King of Fighters funktioniert hat und dann eben die Grafik mit Polygonen und 3D-Modellen ausgestattet. Aber die fand ich, die sahen nie so berauschend aus. Nicht, dass das das Allerwichtigste bei einem Fighting-Game ist, aber es hat schon ein bisschen abgestunken gegenüber Vergleichen. Titeln, ganz zu schweigen von solchen Top-of-the-Line grafischen Games wie der Guilty Gear Serie oder Blaze Blue. Nichtsdestotrotz aber, ich habe da kurz reingeschaut und das war schon in Ordnung, aber das hat nicht für mich zumindest gereicht, um wieder die alte Beat'em-up und Fighting-Game-Flamme auflodern zu lassen. Round 1, ready, go! Dann kamen vor ein paar Monaten die ersten Trailer heraus zu The King of Fighters 15 und da habe ich gemerkt, verdammt, es kribbelt doch wieder ein klein wenig in den Fingern. Nicht, dass ich mich dann komplett auf die kompetitive Ebene dann begeben werde, aber wir wissen ja, diese Spiele haben auch relativ viele Modi, wo man sich gegen die CPU austoben kann und der eine oder andere Kollege wird bestimmt relativ gnädig sein für ein paar Multiplayer-Matches, wenn wir dazu kommen. Allerdings, was mich auch vor allem überzeugt hat und das sollte man eigentlich innerhalb von 5-6 Jahren Entwicklungszeit erwarten können, ist, dass dieses Game vor allem visuell auch um einiges besser ausgesehen hat. Ich konnte jetzt zumindest einige Zeit vor dem offiziellen Release bereits für etliche Stunden Hand anlegen an die PlayStation 5 Version von The King of Fighters 15. Wer sich das Game digital holt auf PlayStation Plattformen, der wird sowohl die PS5 als auch die PS4 Version drin haben, wobei letztere habe ich jetzt nicht ausführlich ausprobiert. Ich denke mal, da halten sich die Unterschiede wahrscheinlich relativ in Grenzen. Habt ihr euch die Deluxe Version geholt, werdet ihr einige Tage vor dem offiziellen Release auch noch eine Art Early Access haben, ansonsten aber werden am 17.02.2022 alle dann richtig zocken können. Wie üblich bei den The King of Fighters Spielen basiert das Gameplay auf Gruppenkämpfen. Das bedeutet, ihr sucht euch in den meisten Fällen, natürlich könnt ihr auch Einzelkämpfer auswählen, aber normalerweise ist es so, dass ihr drei Charaktere aussucht, die zu einem Team dann zusammengewürfelt werden. Ihr könnt euch die Kampfreihenfolge aussuchen und dann werdet ihr ins Duell gegen drei weitere Gegner gestürzt pro Runde. Es ist nicht so wie bei Tag Team Fighting Games, dass ihr jederzeit auswechseln könnt. Hier werden die Charaktere dann nacheinander ausgetauscht. Wenn die Energieleisten geleert werden, seid ihr sehr gut unterwegs, könnt ihr beispielsweise mit eurer ersten Figur dann
können alle Gegner der KI erledigen oder des Gegenübers. Andersherum kann natürlich auch schon ein KI-Gegner reichen, um euch eine von den Latz zu knallen. In der Auswahl der Kämpfe sind viele bekannte Gesichter dabei. Das ist für mich ganz gut, denn da bin ich am ehesten vertraut mit den verschiedenen Kombos und den Spezialeingaben, wobei da immer wieder an der Teamzusammenstellung der klassischen gedreht wurde. Es sind also nicht immer die Teams, die man schon Jahre oder Jahrzehnte zuvor gemeinsam gesehen hat, sondern hier und da sind mal ein paar neue oder andere Figuren mit dabei. Es war für mich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Anzahl der Kämpfer von Haus aus, die ist in Ordnung. Ihr seid bei so knapp 40 plus 1,5 Bossgegner. Da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Das ist vollkommen in Ordnung für den Start, vor allem da man ja auch alles nochmal komplett neu machen musste mit der Engine. Es sind aber allerdings bereits auch schon etliche DLC-Charaktere angekündigt, zum Beispiel für die Leute, die die Deluxe-Version haben, da das schon mit drin ist. Da wird es demnächst noch ein Garou Mark of the Wolves-Team geben mit Rock Howard, Gato und B. Janet und ein Southtown-Team mit Billy Kane, Ryuji Yamazaki und wie auch immer, Jesse Howard kehrt auch wieder zurück. Grundsätzlich funktioniert das Gameplay bei The King of Fighters 15, wie man es auch erwarten sollte. Das bedeutet, die Grafik besteht aus Polygonen, aber das Spielfeld ist rein 2D. Es gibt auch nicht wie bei Fatal Fury oder den Real Bout-Spielen dann verschiedene Ebenen, in die man rein oder rausspringen kann. Und ihr könnt entweder mit dem Steuerkreuz oder wer auch immer es mag, mit dem Analogstick dann verschiedene Eingaben machen, die in Kombination mit den vier Angriffstasten, ein leichter und schwerer Schlag oder ein leichter oder schwerer Tritt, dann zu Special Moves verbunden werden können. Die ging für mich auch einigermaßen gut von der Hand, allerdings nach ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und das hatte zwei Gründe. Einerseits, mir kam das Gameplay, das war wahrscheinlich ein rein subjektives Empfinden zum Anfang, ein bisschen träger vor als verglichen mit den klassischen Pixel-Art-Fightern. Wobei die Geschwindigkeit müsste eigentlich recht ähnlich sein. Aber man hat natürlich mit Polygon-Grafik wesentlich mehr Animationsphasen zwischendurch drin bei den einzelnen Moves. Und da kommst du ja meist so vor, war das jetzt langsamer oder war das genauso schnell wie vorher, aber das ging schon nach einiger Zeit. Und auch das PS5-Pad hat mir so ein bisschen Probleme gemacht. Ich habe zwar Arcade-Sticks hier, allerdings sind die nicht für die PlayStation 5 geeignet und ich finde, dass das PS5-Pad nicht unbedingt das beste Steuerkreuz hat. Vielleicht ergibt es durchaus Sinn, die PS4-Version auf meiner PS5 zu installieren, damit ich das PS4-Pad benutzen kann, weil ich da das Steuerkreuz umso besser finde. Nichtsdestotrotz, es ging aber auch hier nach einiger Zeit, so nach ein, zwei Stunden hat sich es auf jeden Fall wieder angefühlt wie früher. Die Moves haben auch so gut funktioniert, dass kaum was von meinen Eingaben geschluckt wurde. Das heißt also, die Charaktere haben auch das gemacht, was ich sie habe eigentlich machen lassen wollen. Beim PS5-Pad gibt es auch noch eine weitere Eigenheit, wo ihr aufpassen sollt. Die L2 und R2 Trigger, die sind super empfindlich, habe ich gemerkt bei dem Spiel. Da sind von Haus aus ja auch Tastenkombinationen draufgelegt und meine Zeigefinger, die liegen eigentlich dann ja oben auf dem Pad, wenn ich unten meine Eingaben mache, um mal L oder R oder sowas zu drücken. Und ich habe gemerkt, selbst wenn ich ganz leicht L2 oder R2 berühre, dann gilt das schon als Eingabe und auf einmal kommen dann irgendwelche Attacken oder Moves, die ich eigentlich nicht so gedrückt habe. Und ich musste mir erstmal beibringen, hey, pass auf, dass du mit deinen Zeigefingern nicht aus Versehen diese Buttons auch irgendwie aktivierst. Wie üblich für solche Games gibt es auf der unteren linken Seite auch eine Zusatzleiste, die durch verschiedene Aktionen aufgebaut werden kann mit mehreren Balken. Und je nachdem, wie aufgeladen sie ist, da könnt ihr eure eigenen Special Moves verstärken oder Super Specials mit verschiedener Stärke dann loslassen. Ich habe extra nochmal den Trainingsmodus gemacht, um zu gucken, was da so die speziellen Eigenheiten sind. Wann kann ich wie was aktivieren? Zum Beispiel gibt es da einen Modus, wo die Leiste nicht nur für einen Move verwendet wird, sondern dass die graduell runtergeht, aber die eigenen Aktionen von der Geschwindigkeit und der Stärke dann besser reinhauen. Es gibt die Möglichkeit, auch auf die Super Special Eingaben zu verzichten, interessanterweise, sodass ihr die Leisten ausgeben könnt, indem ihr Vierer-Kombos mit dem Standardschlag miteinander verkettet, was das Ganze ein bisschen leichter macht, sodass ihr im letzten Schritt nicht die komplexen Special Move Eingaben machen müsst. Das war im ersten Moment für mich so ein bisschen, okay, dann kann also jeder jetzt hier Super Specials machen, aber
letzten Endes spart euch ein bisschen Fingerakrobatik mittendrin im Kampf. Und wenn ihr es schafft, wirklich so eine Vierer-Kombo bei einem Gegner zu landen, dann freut ihr euch mehr über den Special Move, als dass ihr jetzt nicht eine super aufwendige Kombo gemacht habt. Das ist aber anscheinend auch schon ein Feature, was es in dem letzten Teil bei King of Fighters 14 gegeben hat und das dafür sorgen soll, dass das Spiel ein bisschen zugänglicher für Anfänger ist. Ich bin jedenfalls eigentlich auch so ganz gut zurechtgekommen. Allerdings ergibt es schon durchaus Sinn, mal in den Trainingsmodus reinzuschauen, um die feineren Eigenheiten des Kampfsystems dann in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Da muss ich tatsächlich noch in gewissem Maße so üben, weil es ist doch schon ein bisschen komplexer und es gibt euch doch mehr Möglichkeiten, die vor allem wahrscheinlich auch gerade im Versus-Modus gegen menschliche Gegner zum Einsatz kommen, die dann entsprechende Lücken ausnutzen, dass ihr die Möglichkeit habt, auszuweichen nach vorne und hinten und durchzutauchen mit Iframes durch Gegner. Es gibt ein spezielles Manöver namens Shatterstrike, was zur Defensive eingesetzt werden kann. Kontermanöver, wenn ihr in eine bestimmte Richtung mit Angriffsbuttons dann springt auf den Gegner hin. Und das sind alles so Sachen, die auf jeden Fall nochmal ins Arsenal mit übergehen müssen. Für den Computer auf der Standardstufe braucht ihr das nicht unbedingt. Da habe ich auch hauptsächlich gespielt. Aber gegen menschliche Gegner, da wird es schwieriger, wahrscheinlich ohne die Sachen auszukommen. Im Story-Modus geht es dann natürlich wieder um ein The King of Fighters Turnier, an dem wir teilnehmen. Ich würde euch da empfehlen, ihr könnt natürlich auch eure Teamzusammenstellung individuell machen, aber bleibt bei den vorgegebenen Teams, weil es für gewisse Paarungen dann eigenständige Cutscenes und auch individualisierte Abspende gibt, die sich freischalten lassen. Grundsätzlich, soweit ich aber sehen konnte, wo ich den Story-Modus durchgemacht habe, der eigentliche Ablauf bleibt gleich. Ihr habt etliche Runden, wo ihr in verschiedenen Locations gegen andere Dreier-Teams antretet und gegen Ende nochmal dann die Möglichkeit, mit einem Zwischenboss zu kämpfen, wobei es dann ein Gegner gegen euer Dreier-Team ist und ein finaler neuer Boss, der aber auch dann mehrere Runden habt. Ich habe, wie vorhin schon erwähnt, hauptsächlich auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad auf 3, glaube ich, war das vorab eingestellt, dann gezockt von insgesamt 5 Schwierigkeitsgraden, die man da auswählen kann, und die Herausforderung, die war schon okay. Ich bin meist bis zum letzten Boss eigentlich ganz gut durchgekommen. Wie so oft für einen SNK-Boss, das sind jetzt keine dann wirklich unmöglich zu schaffenden Sachen gefühlt wie bei anderen The King of Fighters Games früher. Da bin ich mal zu Omega Rugal oder wie die alle heißen gekommen und ich habe Blut und Tränen geschwitzt und dann stundenlang probiert, diese Gegner zu besiegen. Hier habe ich schon ein paar Anläufe gebraucht, gerade beim letzten Gegner, der doch ein bisschen cheap, ein bisschen billig mit den Moves sein kann und starke und weitreichende Kontermanöver hat, gegen die man sich nicht so gut auf den ersten Blick erwehren kann, sodass man ein bisschen taktischer und defensiver spielen muss. Aber schaffbar ist es schon. Wenn man über diese kleine Nerverei dann hinweg guckt, mit etwas Fighting-Game-Erfahrung kommt ihr auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad aber da ganz gut durch. Die Story selbst ist mir relativ egal, muss ich sagen. Mal wieder irgendein Grund für große Mutantenmonster und Dimensionstore, die aufgehen oder whatever, ist mir alles relativ Wumpe. Wenn ihr die Standard-Cutscenes angeschaut habt, die dann nicht von eurem Team abhängig sind, ja, dann habt ihr sie auch einmal gesehen und könnt sie eigentlich jedes Mal überspringen, die dann zu den entsprechenden Bosskämpfen führen. Interessant wird's ab und zu mal, das hängt dann davon ab, welche Figur gegen welche andere antritt. Manche haben dann spezielle Intros, wenn sie gegeneinander kämpfen, mit einem kleinen Mini-Dialog. Das kann auch durchaus mitten in einem Kampf dann passieren, wenn dann ein Charakter gewechselt wird. Es muss also nicht immer nur die ersten beiden Charaktere betreffen. Und natürlich, wie gesagt, es gibt auch einen individualisierten Abspann. Allerdings, die sind ein bisschen auf Sparflamme designt. Die haben dann recht hübsche Anime-Zeichnungen, aber es sind dann nur Standbilder, die die Story weitertreiben und Text, der nicht eingesprochen ist. Ansonsten sind alle Texte dann mit japanischen Voice-Lines innerhalb des Spieles ausgestattet. Ich konnte jetzt hier zumindest keine englische Loka oder sowas anwählen, also es war immer die japanische Sprachausgabe zu hören. Beim Abspann aber, die durchaus ein bisschen länger sein können, habt ihr maximal Standbilder und dann eben Text mit ein klein bisschen Animation hinten dran. Also ist zwar nett, dass sie sowas damit reingetan haben, aber das ist ein bisschen weit entfernt von den großen animierten Sequenzen, die man beispielsweise früher von Tekken gewöhnt war. Sayonara!
Ansonsten ist für Einzelspieler oder lokale Gamer nicht so viel vorhanden. Ihr habt natürlich einen klassischen Versus-Modus, wo ihr offline an der gleichen Konsole gegen andere menschliche Gegner oder gegen die CPU kämpfen könnt im Team oder einzeln. Es gibt sogar einen sehr hoch einstellbaren Turnierbaum, wenn man so dann kämpfen möchte. Es gibt einen klassischen Trainingsmodus, wo man frei sich bewegen und Aktionen machen kann. Ein Missionsmodus, wo man verschiedene Kombos nacheinander ausführen muss, wer Bock drauf hat. Und wenn man sich was freigeschaltet hat, kann man in der DJ-Station dann sich verschiedene Musiken anhören, die aus allen möglichen King of Fighters Spielen übrigens diesmal zusammengesucht wurden, plus auch einigen anderen SNK-Marken. Also das ist vielleicht ein Spaß, die Dinger nochmal dann freizuschalten, wenn man die Musik mag. Und unter Galerie findet ihr dann die verschiedenen Abspende und Videos, die ihr freigeschaltet habt. Als jemand, der nicht unbedingt online spielt, habe ich auch kein aktives PlayStation Plus Abo. Ich habe trotzdem mal kurz reingeschaut hier in den Online-Modus, um zu sehen, was passiert da eigentlich. Und interessanterweise wurde ich nicht sofort dann in den PlayStation Store geschickt und kauf dir mal PS Plus bitte, sondern ich konnte tatsächlich ein paar CPU-Kämpfe bestreiten, mit denen ermittelt wird, was für ein initiales Online-Ranking ich habe, um beispielsweise, ja, nachdem der Computer sehen kann, so gut oder schlecht bin ich. Ich war eher schlechter als gut, muss ich sagen. Wobei es ging dann noch schlechter, soweit ich da in den Ranglisten geschaut habe, dass ich dann mit Leuten gematcht werde, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Ich kann aber auch aussuchen, gegen bessere oder schlechtere Leute in Anführungsstrichen dann zu kämpfen. Aber sobald es dann ans Online-Gaming ging, dann hat sich die PlayStation 5 einfach totgesucht und da wurde nichts gematcht. Das wird natürlich das Eheste sein, worauf ihr eingehen könnt. Und da vom Interesse für Multiplayer und Online-Kämpfer, da ist Rollback-Netcode drin. Ein wichtiges Element natürlich für viele, die heutzutage solche Fighting-Games spielen, für viele auch, soweit ich sehen kann, die präferierte Art von Netcode, um dann selbst mit schlechteren Verbindungen noch ein gutes Match haben zu können. Ich kann da wirklich nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich habe mir sagen lassen von erfahrenen Leuten, dass Rollback-Netcode recht wichtig ist und der ist hier tatsächlich vorhanden, soweit ich von den Menüs her sehen konnte. Um es mal also zusammenzufassen, ich habe durchaus Spaß mit The King of Fighters 15. Es hat mich auch bisher mehr gepackt als der 14er, alleine weil die Technik eben umso besser ist und ich mich in Sachen Gameplay nicht groß beschweren kann. Dass die Story mich nicht interessiert, drauf geschissen, das tut sie bei den meisten Fighting Games nicht, aber die Präsentation ist vollkommen in Ordnung. Man muss für sich selber dann eben wissen, ob einem ein Fighting Game im Jahr 22 dann entsprechend den Preis wert ist. Immerhin für 60 Euro im PlayStation Store bekommt ihr sowohl die PS4 als auch die PS5 Version. Allerdings wollt ihr die Deluxe-Fassung haben, wo die ganzen DLC-Kämpfer, die später noch kommen werden, schon vorab dann freigeschaltet sind. Also nicht so, dass ihr sie jetzt schon spielen könnt, aber ihr kriegt sie automatisch dann mit rein, wenn sie einmal verfügbar sind. Die kostet gleich schon 85 Euro. Ne? Und da müsste ich schon ein ganz großer Hardcore-Ultra-Fighting-Game-Fan sein, um das vorab auszugeben. Ich finde auch die Zusammenstellung der Charaktere, da spricht natürlich der Nostalgie-Fan aus mir raus, dass da doch ein paar Figuren waren, die mir gefehlt haben, die ich aus den älteren Spielen her kenne, die zum Beispiel jetzt als DLC nachgefügt werden oder dass man entsprechend Plätze mit neuen Figuren dann aufgefüllt hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, klar, irgendwann musst du ja auch neue Figuren mit reinbringen und die neu designen und entsprechend ausstatten und so weiter. Und du kannst ja nicht immer nur das Alte wieder nehmen und nochmal durchkauen und präsentieren. Ich hoffe mal, dass da mehr vertraute Leute für mich als DLC dann später kommen, wenn ich mir den dann doch zulegen möchte. Aber so wird es eben sein, dass ich mich mal durchprobiere und austeste. Vielleicht finde ich unter den neuen ja auch welche, die mir ganz gut gefallen und mit denen ich auch Spaß habe am Spielen. So, das soll es gewesen sein. Mal ein bisschen was anderes. So viel Fighting Games habe ich ja nicht. Wenn ihr konkret was wissen wollt, schreibt es unten in die Comments mit rein. Wie gesagt, das ist eine spezielle Perspektive von mir und ihr habt natürlich wesentlich dann einen anderen Blick auf solche Spiele von richtig erfahrenen Fighting Game Leuten aus der modernen Ära, die was dazu sagen können. Also checkt die gerne aus. Da gibt es ja so viele im Internet, die dann auch wirklich bis auf den Punkt genau wissen, was sie tun. Ob ihr jetzt bei einem Mad Mac Muscles dann unterwegs seid, den kann ich
immer empfehlen. Der hat immer ordentlich viel Ahnung und ich weiß, viele Leute schauen ja auch bei Maximilian Dude bei Twitch vorbei. Also da werdet ihr mehr als genug dann Infos dazu haben. Ansonsten aber danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wird natürlich noch viel mehr Content hier auf dem Kanal geben. Supportet mich gerne, wenn ihr es noch nicht macht, unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven. Und wir sehen uns hoffentlich und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.